Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gran Turismo Concept und wahrscheinlich auch das letzte Part schon. Das ging ja richtig schnell. Wir haben 80% schon durch und wir fahren jetzt die restlichen Rennen hier. Machen wir direkt weiter. Sind doch 4 Rennen, meine ich, die wir fahren müssen. Und jeweils 3 Runden, das sind 4x3, 12 Runden, die wir zusammen fahren müssen. Wow, das ging ja richtig schnell. So, wir können mal wieder einen Traumwagen nehmen. Was haben wir hier so schönes freigeschaltet? Wir können uns mal hier... Ne, komm, wir sind noch nicht mit dem Mazda gefahren. Wir können ja mal den hier nehmen. Ich meine, Tokio ist schon eine recht lange Strecke, deswegen können wir auch ein schnelleres Auto nehmen. Und dann vielleicht zum Schluss auf Autumn Ring vielleicht nochmal was Langsames. Und ja, dieser Wagen ist eine Anlehnung an den B787 Mazda. Die Lackierung sieht entsprechend so aus. Aber der Wagen hört sich leider nicht so toll an wie der Coupe C-Wagen leider. Die fallen auch gegen JGTC. Ich glaube, die 2002 hieß noch GT500 nicht GT500, sondern JGTC. Und gegen Viper, okay. Das ist die einzige Viper, das ist die GT1, glaube ich. Ne? Boah, hier. Das ist zum Glück das letzte Mal, dass wir hier auf dieser Strecke fahren. Ey, zum Glück, ich mag die Strecke drauf. Ne? Und da schauen wir wieder mal. Ja, hab ich total vergessen. Die Wagen sind hier, die KIs sind komischerweise auf dieser Strecke hier. Wenn wir hier rückwärts fahren, super schnell. Oder ich bin einfach zu langsam. Das kann auch sein. Ne? Ich muss auch so denken. Okay, der Wagen fühlt sich auch hier auf der Strecke eigentlich ganz gut sogar. Da keine Probleme. Die Curbs sind auch nicht so extrem hier. Also mit dem Wagen kann ich die Curbs auch gut mitnehmen. Boah, schön zu fahren, schön zu fahren. Echt ein cooles Auto. Ja, okay, dann gewinnen wir doch das Rennen ganz einigermaßen easy. Ich hatte erstmal so die Befürchtung gehabt, oh mein Gott, wir brauchen für das Rennen vielleicht 2-3 Versuche, aber das geht jetzt eigentlich. Oder vielleicht ist der Wagen einfach zu schnell, das kann auch sein. Ich meine, der Wagen hat 500 PS. Ich bin auch gleich gespannt, was wir noch so freischalten werden, weil wir haben ja ein Geschenk eingeschaltet, das ist ja das Pottrennen. Übrigens, das Pottrennen, ja, das ist ein, also das Pottrennen, das ist ein Auto, also das Auto ist ein, heißt Toyota Pott, und so wie ich das verstanden habe, hat das Auto auch Emotionen, also kann das Auto auch Emotionen darstellen, indem das Auto halt entsprechend leuchtet. Da gibt es irgendwie für das Auto 6 oder 7 verschiedene Farben, und das Auto soll darstellen, wie es sich gerade anfühlt. Also das ist ganz komisch, aber... Die Ticken hat die erfahren, das ist auch ein Toyota der Wagen, auch ein Konzeptauto und gibt es auch nur exklusiv hier in diesem Konzept. Leider findet man den Wagen nicht mehr. Also ich bin auch jetzt gleich auf das Pottrennen gespannt, das werden wir auch heute noch fahren. Ich habe die Vermutung, dass das Rennen, dass das dieser Part hier überlängert sein wird, aber ist auch der letzte Part höchstwahrscheinlich dann auch. Ja, aber ich kann noch was ankündigen, das habe ich gar nicht erwähnt. Das werde ich aber jetzt erwähnen. Und zwar wird es zu Gran Turismo Concept auch ein Video geben, wie ich das mit Gran Turismo 3 gemacht habe. Und zwar gibt es hier in Gran Turismo Concept auch geheim versteckt im Spiel auch einige Strecken, Autos, die man so nicht auswählen kann. Und das Krasse ist, also das Spiel hat zwar jetzt hier insgesamt 11 Strecken, ne? Aber es gibt so noch alle. Alle Rennstrecken von Gran Turismo 3 kann man hier auch fahren. Beziehungsweise, die sind geheim und gut versteckt. Man kann die nicht auswählen, aber wenn man halt so eine Speichermanipulation macht, da kann man die Strecken auch befahren. Das ist richtig krass. Hier gibt es alle Gran Turismo 3 Strecken eigentlich. Und noch ein paar andere Extras, aber das werde ich alles am nächsten Part erwähnen. Also, das ist jetzt der letzte Gran Turismo Konzeptpart.
Wow. Das ist ja echt kurz, das Let's Play. Ist aber das letzte Grandorismo Frontend Part. Aber es kommt noch ein Bonusvideo raus, ne? Also übermorgen, ne? Seid gespannt. Wird auf jeden Fall richtig cool sein. Hoffe ich zumindest. So, und das ist auch die letzte Runde schon. Wie schnell das hier alles geht, oh mein Gott. Aber der Wagen ist echt cool, also ich werde... Ich glaube, also den Wagen kriegt man ja auch Radius 4, den will ich auf jeden Fall dann etwas auch nehmen. Also wenn er sich auch so gut fährt wie hier, dann ist ein Konzept. Muss ich aber ein bisschen aufpassen, weil ich finde die Fahrphysik zwischen Gran Turismo 3 und Gran Turismo 4 ist, der Unterschied ist echt wahnsinnig groß. Machen wir mal direkt weiter. Wir haben zwei neue Autos gewonnen wieder mal, ne? Das sieht nach... Oh, das ist eine gute Frage. Könnte ein Audi sein, aber auch... Er ist ein Audi, ja, ja. Was ist für ein Audi? Er ist 6 oder so. Ich weiß nicht. Oh, und das ist ein, ja, weiß ich auch, was das für ein Auto ist. Und zwar, ich meine, ein Chrysler, ja? Ich glaube, das ist ein Chrysler. Können wir uns auch sofort anschauen, die Fahrzeuge, die wir jetzt freigeschaltet haben. Nein, 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 da wollte ich jetzt nicht. So, das ist ein RS6, genau, von 2002, glaube ich, dann auch. Und das war ein Chrysler Crossfire, glaube ich, heißt es so, ne? Ja. So. Machen wir jetzt hier weiter. Es sind noch 3 Rennen. Oh mein Gott, wir sind schon fast durch. Wow. Payteam zeigt. Alpen Swiss fahren wir jetzt. Wir können auch. Wir können auch sogar hier die Autos nehmen. Aber das sind ja. Naja. Ich nehme mal jetzt einfach Just for Fun, nehme mal diesen Mazda. Das ist ein Mazda 3, glaube ich, ne? Sollte ja ein Mazda 3 sein. Hat Allradantrieb auch und deswegen können wir eigentlich mit dem Wagen auch immer fahren. Eigentlich. Was ist das denn hier? Das ist aber kein Rallye-Auto eigentlich, ja? Junge. Boah, fühlt sich nicht so schnell an hier. Der Wagen ist viel zu tief, glaube ich. Hat keine weiche Federung wie ein Rallye-Wagen. Aber so ist Gran Turismo nicht so realistisch. Also Gran Turismo Konzept jetzt meine ich. Übrigens auch der Gran Turismo 3. Aber wieso schneller hältst du ein Rallye-Auto? Wow! Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Die Sprünge sind glaube ich gefährlich hier. Ich glaube der Schwerpunkt ist relativ hinten. Von dem Wagen meine ich jetzt. Wundert mich, dass wir hier mit dem Wagen so gut fahren können. Ja, das hätte ich nicht mehr gerechnet. Auch der Wagen ist übrigens neu, den gab es ja nicht in Gran Turismo 3. Ich meine, das ist halt auch, glaube ich, ein Konzeptrennauto, weil da stand auch nicht was drauf mit LM-Edition. Ich glaube, LM-Edition, das war, glaube ich, bei Gran Turismo immer so gewesen. Das ist, ich glaube, die Autos sind erfunden von Polyphony, aber mit Zusammenarbeit von den Autoherstellern. Also hier zum Beispiel haben die mit Mazda zusammen das Auto hier entwickelt. Ich meine, den Wagen gibt es ja nicht so gut zu fahren. Das war zumindest bei Gran Turismo 3 so gewesen. Da gibt es ja auch einige LM-Fahrzeuge. Zum Beispiel von RX-7 gibt es auch eine LM-Edition. Oder von Altezza, von FTO und so weiter. Gleich auch da mal beim ersten Wagen beim RX8, den wir vorhin gefahren sind. Das ist auch eine LM-Edition, glaube ich, eine LM-Edition.
mein Gott, ey, die Sprünge sind ja ein bisschen tricky jetzt, nehmen wir mal. Aber kein Wunder, ich glaube, die Autos sind auch noch. Also, zumindest der Wagen hier ist wirklich nicht mehr dafür geeignet, eigentlich. Okay, ich denke, guck mal, wir haben 70 Sekunden Vorsprung, ey. Ja, auch passen, okay. Also ab und zu mal springt der Wagen ganz okay, manchmal dann wiederum nicht, dann aber hier scheint es okay zu sein. Ich muss ich wollte ja eigentlich nachschauen, welche Autos wir noch hier fahren können, aber ich mache jetzt gerade Blattgespräche, bitte nicht zu hören, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich habe jetzt gerade auch nachgedacht. Ey, wir haben 10 Sekunden Vorsprung, ey. 10 Sekunden, krass. Und zack, die Bohne, auch das Rennen abgeschlossen. Wir machen immer direkt weiter. Wir haben jetzt wieder was Schönes gewonnen. Ach, das ist ein Mazda 6, nicht Mazda 3, Mazda 6, okay. Oh, das sieht nach einem Nismo aus. Nismo 150Z? Oder? Das ist ein Nismo. Ja, genau, Nismo. Oh, ja, der Wagen ist auch cool. Der ist cool. Und zwar ist es ein Suzuki und das Coole an dem Wagen hier ist, also das sieht erstmal so schon abgespaced aus, aber das andere Coole ist halt, der Wagen hat einen Motorradmotor. Na, deswegen hat es jetzt, okay, 150 PS ist für einen Motorradmotor richtig viel, glaube ich, oder? War hier ein bisschen noch ab, vielleicht ein bisschen noch hochgezüchtet oder so, ich weiß nicht. Und das ist ein Nismo 300. Gran Turismo Areo, okay, krass. Wahrscheinlich mit Zusammenarbeit von Polyphony oder Gran Turismo und Nismo entwickelt worden im Wagen. So, jetzt hier weiter. Wir haben noch keine Zeit. Also ich könnte wirklich einen Speedrun hier machen, es ist echt krass. Können wir mit einem Rennwagen hier fahren? Also ja, klar, wir haben ja ein paar Rennautos. Wir können ja mal vielleicht was anderes nehmen, ja. Raumwagen wieder mal. Ja, komm, wir sind noch mit dem hier noch nicht gefahren, oder? Ach nein, doch, wir sind mit dem Wagen schon gefahren, stimmt. Stimmt. Yo, das ist doch ein Rallye-Auto da vorne. Aber wie gesagt, den Wagen habe ich in Gattus noch viel sehr häufig gesehen, beziehungsweise sehr häufig gewonnen, weil der Wagen ist echt ein cooles... Ich mein, also, ich will jetzt auch nicht viel spoilern, aber Gattus noch viel gibt es auch ein Rallye-Event, da kriegt man dieses Auto geschenkt. Und... der Wagen, wenn man den verkauft, kriegt man 250.000 Credits, meine ich. Und den Wagen hat man auch relativ früh bekommen und man kann den Wagen auch öfters gewinnen. Also halt dann die Meisterschaft wieder neu starten. Also mein Lieblingsauto fast schon in ganz Sophia sozusagen. Fährt sich auch eigentlich ganz okay. Es war ein Geländewagen, aber fühlt sich jetzt nicht so schwerfällig an. So, eigentlich fühlt sich genauso an wie jedes andere Rallye-Auto. Yes. Wir sind schon fast durch hier. Als nächstes kommt übrigens auch dann nicht Gran Turismo 4, sondern Gran Turismo 4 Prolog. Gran Turismo 4 Prolog ist so eine Art Demo zu Gran Turismo 4 und
viele fanden das Spiel jetzt überflüssig, beziehungsweise es war einfach eine Geldmacherei von Polyphony, so streng nimmt, aber wir wollten ursprünglich Gran Turismo 4 eigentlich 2003 rausbringen, aber haben das auch bis 2005 hier, zumindest hier in Europa verschoben, das Spiel. Und deswegen wollten wir als damit die Wartezeit nicht so lange dauert, haben sie dazwischen einfach mal eine Demo rausgebracht. Eine Demo, die was kostet, eine kostenpflichtige Demo sozusagen. Wenn wir dann als nächstes dann spielen, gibt's ja auch noch einen Credits? Ich glaube schon, ne? Wir können eigentlich nicht so viel über das Spiel berichten, gleich. Wir werden ja jetzt gleich sehen, meine 100%, wenn wir die 100% erreicht haben, dann sollte auch eigentlich ein Credits laufen. Glaube ich zumindest. Ich auch, glaube, viele fanden ganz auf dem Konzept auch nicht so toll. Ich habe mal ein bisschen GT Planet mal so nachgeschaut. Also GT Planet ist so die größte Gran Turismo-Community. Und die Seite gibt es schon seit 2001. Und ich habe mir alte Threads angeschaut von 2002 damals. Und die haben. Also die meisten, also nicht die meisten, aber viele fanden. Gran Turismo Konzept eigentlich nicht so toll, weil das Spiel richtig, richtig kurz ist, was ich auch natürlich nachvollziehen kann. Ich glaube, das Spiel hat auch sogar neu 39,99 wahrscheinlich gekostet. Das ist schon echt eine Menge Geld. Man hat gemerkt, ich möchte eigentlich das Spiel auch schnell wie möglich durch haben, weil ich habe jetzt eigentlich genug von der großen 3. Weil, ja, das Spiel zu, sag ich mal, 90% eigentlich ein ganzes Gran Turismo 3 ist. Mit Konzeptautos und einer neuen Strecke. Das war es eigentlich schon auch. Ich merke gerade, alle Strecken, die wir jetzt hier gefahren sind, oder gefahren werden, die kommen auch in Gran Turismo 4. Deswegen müssen wir auch kein Goodbye singen oder sowas ähnliches. Ja, bis auf eine Strecke, das Podrennen, das ist eine besondere. Also die Strecke ist besonders. Das werden wir auch gleich sehen, das werden wir noch gleich fahren. Keine Sorge, das werden wir auf jeden Fall auch noch tun. Und die Autos machen auch so süße Geräusche, ey, da freue ich mich schon drauf. Das Rennen ist total langweilig, also ganz ehrlich, die KIs sind hier ab und zu mal super schnell, ab und zu mal mega langsam, aber ich glaube, die KIs sind halt nur schnell, weil die halt schnelles Auto hatten. Also, wenn das war das zweite Rennen in Tokio hier, im zweiten Part, gleich am Anfang, das war schon mega spannend. Ich habe schon gedacht, so, yo, die Rennen werden ja extrem heftig, aber ja, meine, jetzt haben wir hier bestimmt so um die, ja, 35 Sekunden Vorsprung, das ist echt heftig. Das ist super heftig. Ja, das ist auch übrigens das Auto, was ich meinte. Das ist ein Podcast. Cool. Können wir auch also so fahren eigentlich, das wusste ich gar nicht.
Und ja, das sieht auch sehr nach einem. Das ist eine deutsche Marke, ja. Und was ist das wohl? Ein Mercedes. Was ist das für ein Mercedes? SL55 AMG, okay. So. Wenn noch ein Rennen, dann haben wir das Spiel zu 100% durchgespielt. Woo! Können wir uns nochmal hier die Specs anschauen von Mercedes hier erstmal. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Aber das Auto ist hier besonders. Ah, ich wollte so gerne wissen, wie viel PS der Wagen hat. Pott, einfach nur Pott. Und hier meine ich ja auch, das Auto kann auch Farben darstellen und das, die Farben geben aus, was für, wie sich, wie das Auto sich anfühlt. Das ist ganz komisch, das werden wir auch gleich sehen. Richtig lustig. Das Pott-Auto werden wir aber auch gleich fahren. Wir können ja wieder mal einen Rennwagen nehmen. Warte. Ein Auto, das wir vielleicht noch nicht gefahren sind? Jo, genau. Das Auto fahren wir auch zum letzten Mal hier in diesem Rettungsmarathon. Weil wegen Lizenzbrücken wurde das Auto dann für die nächsten Teile auch gestrichen, leider. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit und fahren mal mit einem SO. Also ist auch eine neue Version von Supra wahrscheinlich. Ich meine, gerade Supra 3 war der Supra von 2000 meine ich, oder 2001. Der ist von 2002 und das sieht auch ein bisschen anders aus als der von Gran Turismo 3, bestimmt. Wenn ihr die Frontleuchter, die sehen recht anders aus. Und einige Zusatzelemente, so einige Aerodynamikteile, so Frontsplitter ein bisschen modifiziert. Also der Wagen gefällt mir sogar auch. Der sieht echt cool aus, ganz ehrlich. Ich finde die Lackierung echt schön. Wir müssen hier darauf aufpassen, wie es bin ohne Ende. Ich habe auch das Gefühl, die haben die Fahrphysik ganz leicht angepasst. Auch, aber ganz leicht. Weil ich habe das Gefühl, dass die Autos ein bisschen. Man muss ein bisschen mehr aufpassen jetzt. Ja, ich habe ja gesagt, im Gran Turismo 3 Display habe ich mich gleich nur dreimal gedreht im gesamten Display. Bei der Probeaufnahme, ich habe ein bisschen Probe aufgenommen am Anfang, also letzte Woche war das, glaube ich. Ja, da habe ich mich ab und zu mal gedreht auch. Ja, deswegen fahre ich hier ein kleines bisschen vorsichtig auch hier. Ja. Oh, ein bisschen abkürzen hier. Ich bin mal gespannt, was wir auch gleich hier noch gewinnen werden. Also wir gewinnen jetzt natürlich jetzt zwei Autos, ne? Aber wir gewinnen auch drei Geschenke, glaube ich. Ne? Wir haben das Spiel, wir spielen das Spiel jetzt zu 100% durch, also kriegen wir auch die anderen Sachen. Keine Ahnung, was wir da noch kriegen. Wahrscheinlich Endcredits noch. Und die anderen zwei Geschenke, keine Ahnung. Eieiei. Meine ich hier. Die Autos drücken jetzt ein bisschen mehr, aber okay, wir fahren ja auch ohne Transportkontrolle, ne? Das gesamte, fast das gesamte, da müssen wir drei letzten Mal haben wir mit Transportkontrolle gefahren, weil ich einfach zu faul war, das zu deaktivieren. Weil, um das zu deaktivieren, muss man da auch in der Einstellungsmenü, ja, muss man da entsprechend das deaktivieren, aber das ist echt nervig. Das ist umständlich. Hier auf jeden Fall viel besser gelöst. Wow, tut mir leid. Und wieder mega viel Vorsprung. Okay, hier ist mir wieder ein bisschen zu langsam. Jo, oh mein Gott. Also die Curbs sind hier auch mega gefährlich auf dieser Strecke. Muss ich sagen.
Und das war's. Wir haben das Spiel zu 100% durchgespielt. Wow. Okay, wir können auch mal direkt jetzt das überspringen. Und was gewinnen wir hier? Erstmal zwei Autos gewinnen wir hier. Das sieht für mich, also kann ich schon sagen, das ist ein Hyundai. Aber welches Modell? Keine Ahnung. Das ist auch ein Konzeptauto, glaube ich. So, was haben wir hier? Ja. Ja. Den Mann kenne ich. Ist ein VW W12. Ich meine, ich denke mal, W12 bedeutet hier jung. Herzlichen Glückwunsch, der Normallevel wurde beendet. Sie können sich jetzt den japanischen Introfilm von GT Concept ansehen. Wählen Sie diese Option im Spielstatus. Okay, das können wir uns zum Schluss dann anschauen. Herzlichen Glückwunsch, der Profilevel wurde beendet. Für eine größere Herausforderung halten Sie im Schwierigkeitsmenü die R1 und L1-Taste gedrückt. Ah, das können wir vielleicht eventuell auch mal. Oh, Filme do Finale. Was heißt das jetzt? Okay, ich bin ruhig. Ja, okay. Eigentlich mein Fazit eigentlich nach dem Pottrennen sagen, aber können wir eigentlich jetzt schon machen. Ja, zu ganz großem Konzept kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich meine, ist ein sau kurzes Spiel. Da jetzt irgendwie ein Fazit wie Gran Turismo 3 zu machen, ist jetzt, brauche ich eigentlich nicht zu machen. Ist im Grunde genommen ein Gran Turismo 3 mit Konzeptautos und mit einer neuen Strecke, beziehungsweise mit zwei neuen Strecken. Die andere Strecke werden wir jetzt auch gleich sehen. Meiner Meinung nach ist es eigentlich unnötig. Finde ich das Spiel an sich eigentlich unnötig, aber ist immer was Cooles mal, dass sie was rausgebracht haben. Das Problem noch damals, es ist ja ein PlayStation 2 Spiel und heutzutage so ein Spiel würde man eigentlich als DLC rausbringen, würde ich jetzt so sagen. Das war aber 2002 ja nicht möglich gewesen, da konnte man ja keine DLCs oder so für Spiele rausbringen, allgemein keine Updates und alles, das war ja, das konnte man ja damals mit der PS2 ja nicht machen. Das wäre ein richtig cooles DLC-Spiel gewesen heutzutage, aber ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer das Spiel war damals, als es neu rauskam, 2002, ich meine 39,99 so ungefähr. Und für ein DLC-Spiel ist es schon recht happig auf jeden Fall. Also vermute ich mal. Muss ich mir mal anschauen. Das weiß ich nicht. Und dieses Spiel orientiert sich, glaube ich, wirklich nur an die Hardcore-Spieler. Also die wirklich Gran Turismo besessen sind, so wie ich ungefähr. Ja, und das Spiel so an sich ist eigentlich ganz cool. Ich finde die Engine halt auch ganz ordentlich. Also das ist ja so Gran Turismo 3 Engine. Schön zu sehen, dass Autumn Ring wieder dabei ist. Die Rennen sind halt relativ langweilig. Wir haben die Rennen jetzt schon recht krass viel Vorsprung gewonnen, bis auf das Rennen in Tokio, das erste Rennen. Wir können ja mal eventuell auch mal die neue Schwierigkeit auch mal ausprobieren. Ob die Autos dann vielleicht sogar schneller sind, also KIs jetzt meine ich. Ah, ich weiß nicht. Und ist wie gesagt für mich eigentlich Sache, dass wir mal auch hier die Konzeptautos mal sehen, so im Spiel. Ich gucke mir gerade so den Hintergrund, die ganzen Aufnahmen, da sieht man auch einige Rennaufnahmen von irgendwelchen Rennen. Das ist, okay, interessant. Ja, an sich ein cooles Spiel. Recht kurz leider, das ist glaube ich so der größte Kritikpunkt. Und wir warten bis hier zu Ende geht. Ich möchte das jetzt ungern überspringen, weil es gehört nicht so ein Letzte, dass man hier Credits und die ganzen Namen hier sieht. Das soll man auch im Let's zeigen. Deswegen überspringe ich das jetzt auch nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach still, weil ich eigentlich nichts mehr zu berichten habe. Hab ja eigentlich schon alles gesagt. Deswegen bin ich mal ganz kurz ruhig. Und nach dem Outro haben wir noch das letzte Rennen. Oh, ist jetzt schon zu Ende, cool. Oh, ich bin ruhig. Aber hört sich, ja, ist jetzt Ende, okay. Die Musik habe ich auch noch nie gehört. Vielleicht kriege ich auch einen Copyright Strike jetzt. Für diesen Part, das wäre jetzt nicht so schön. Polyphonie Digital. Digital. Polyphon Digital. Okay.
Schön. Schön, schön, schön. Oh, sie haben 10 Millionen Credits für ihre GT3 Aspect-Daten erhalten. 10 Millionen Credits erhalten zum Benutzen. Gehen Sie bitte zum Spielstatus-Bildschirm. Brauche ich nicht. Wir haben GT3 zu 100% durchgespielt. Da haben wir auch, glaube ich, 8 Millionen Credits oder so. Wow. Okay, wir gehen mal von links nach rechts. Also hier... Oh, das Intro. Okay, das Intro. Das haben wir schon aber gesehen am Anfang. Das ist, glaube ich, dann das Outro, genau. Also, Credits, sag ich mal. Und dann hier wahrscheinlich den Spielstand. Wenn wir jetzt... Fügen Sie Ihre GT3 Aspect-Daten 10 Minuten... Ja, komm, machen wir mal. Auch wenn das total unnötig ist. Lizenz? Was für Lizenz? Überträgt Geld und Lizenz. Okay, was meint er jetzt mit Lizenz? Ist egal. Wir haben jetzt 10 Millionen Credits. Wow. Okay. Also habe ich dann 18 Millionen Credits da jetzt im GT3. Okay, wir werden jetzt noch das Rennen fahren hier. Ein Spieler. Ich habe ja keine Freunde leider. Und fahren nochmal das letzte Rennen, das allerletzte Rennen hier. Das ist echt traurig. So schnell. So, Toyota Pot. Wow. Ich hab vergessen, Junge. Ja, die Strecke ist einzigartig. Wie passiert eigentlich? Also wir fahren hier die Boxengasse von Stage World 5. Und da gibt es eine Stelle, wir müssen an einer Stelle stehen. Oh oh, oh oh. Wenn wir die Autos berühren oder gegen die Autos dann halt stoßen, dann sind die natürlich nicht. Finden das nicht so toll. Und meckern auch dementsprechend. Deswegen, jo, sind wir jetzt hier. Versuchen wir mal sauber zu fahren. Jo! Und jetzt müssen wir hier, meine ich, stehen, oder? Jetzt müssen wir hier stehen und die Handbremse nutzen. Ja, Dankeschön! Hui! Ich weiß nicht, was blau bedeutet. Der Wagen leuchtet jetzt blau. Vielleicht ist das eine neutrale Stimmung, ja? Und orange? Was bedeutet orange? Das weiß ich nicht. Also rot wissen, können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Wagen jetzt sich nicht gut anfühlt. Da gibt es insgesamt nur 3 Farben hier anscheinend. So, jetzt müssen wir hier wieder schön die Handbremse benutzen. Bing! Ich glaube, die kommunizieren sich einfach hier auch. Das bei Orange heißt das einfach nur Hallo oder so ähnlich. Das ist ja geil. Und ja, wie gesagt, die Strecke gibt es nur exklusiv hier in Gran Turismo Concept in anderen Spielen. Und das Auto auch leider. Also alles, was wir jetzt hier sehen, das sehen wir zum letzten Mal jetzt. Leider auch das Pod-Auto. Scheiße, vergessen. Man muss wirklich die Handbremse nutzen, Mist. Aber wir haben das Rennen easy peasy gewonnen. Mein Gott. Was für ein Rennen. Ich will uns auch dann hier endlich mal eine Wiederholung anschauen. Die machen auch ständig hier Geräusche, die singen hier, glaube ich. Oh! Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Ja! Wir gucken uns mal die Wiederholung an. Zum Spiel habe ich ja jetzt eigentlich alles gesagt. Deswegen lasse ich jetzt die Wiederholung hier einfach spielen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ja, das nächste Video wird wieder ein Gran Turismo Concept Video sein. Lasst euch überraschen, das Bonus-Video. Und danach kommt Gran Turismo 4 Prolog, genau. Ne? Also, ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Video dabei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.